Hallo und herzlich willkommen. Diese Asana-Sequenz, die wir jetzt machen, eignet sich besonders für noch nicht sehr Yoga-Erfahrene, die sich vorbereiten möchten für Atemübungen. Damit man dann gut sitzen kann und gut atmen kann, ist diese Sequenz ideal. Finde eine bequeme Sitzposition, wenn es dir möglich ist, am Boden mit gekreuzten Beinen. Du kannst dich gerne auf eine Decke oder einen Block draufsetzen oder auf einen Polster. Die Knie möglichst bodennahe. Schließ von hier die Augen für einen Moment und richte den Fokus nach innen. Und da wir uns ja vorbereiten auf Atemübungen, beginne damit, den Atem zu beobachten, wie der Atem in dich einströmt mit der Einatmung und wie er den Körper wieder verlässt mit der Ausatmung. Versuch das zu spüren, wahrzunehmen. Und für ein paar Atemzüge ganz bewusst deinen Atem zu folgen. Gedanklich, aber auch physisch. Wirklich spüren, wo der Atem deinen Körper bewegt, welche Teile, Bauch, Flanken, Rücken, Brustkorb. Und dann nach ein paar ganz natürlichen Atemzügen vertiefe langsam den Atem. Und spür, wo du ganz automatisch hinatmest. Ist es mehr der Brustraum, der sich hebt? Ist es mehr der Bauch? Spürst du Atembewegung auch auf der Rückseite des Körpers? Mach eine kleine Bestandsanalyse. Und von hier nun mit der Einatmung, heb deine Arme über die Seite hoch, lass die Flanken richtig lang werden, heb ruhig den Blick nach oben zu den Händen und mit der Ausatmung löse die Arme wieder. Und noch einmal einatmen hoch. Und diesmal mit der Ausatmung lehn dich nach rechts hinüber, bring die rechte Hand zum Boden, auf den Fingerspitzen reicht und streck dich rüber, atme ein, richte dich wieder auf, nimm beide Arme wieder mit hoch und zur zweiten Seite nach links hinüber. Streck dich richtig lang. Atme ein, wieder zur Mitte zurück. Atme aus, bring die Hände auf die Knie und lass dabei den Rücken ganz rund werden. Bring die Nasenspitze Richtung Bauchnabel. Atme ein, kipp das Becken nach vor, heb den Brustkorb, heb den Blick. Und atme aus nochmal, das Becken zieh nach hinten, den Bauchnabel nach hinten und ganz rund werden, Nasenspitze Richtung Bauchnabel. Atme ein, kipp das Becken wieder nach vor, heb den Brustbein. Heb den Blick und noch einmal ganz rund werden. Und jetzt mit der Einatmung nimm die Arme hoch, heb den Brustkorb und atme aus, dreh nach rechts, bring die linke Hand aufs rechte Knie und die rechte Hand hinter den Körper. Atme ein, komm zurück zur Mitte, nimm beide Arme wieder mit nach oben hoch und atme aus zur zweiten Seite. Atme ein, zur Mitte zurück, nimm wieder beide Arme hoch und atme aus, löse die Hände. Von hier wechseln wir in den Vierfüßerstand. Bring die Hände unter die Schultern, circa schulterbreit, äußere Schulterbreit auseinander. Die Knie unter die Hüften und von hier lass den Rücken rund werden. Und mit der Einatmung kipp wieder das Becken nach vor, heb den Brustkorb nach vor und heb den Blick nach vor. Und atme aus, zieh den Bauchnabel wieder hoch, lass den Rücken rund werden, so rund wie möglich. Nasenspitze wieder zum Bauchnabel und mit der Einatmung kipp das Becken wieder nach vor, heb den Blick nach vor. Noch ein Atemzug hier, tief aus und tief ein. Und mit der nächsten Ausatmung setz dich zurück auf die Fersen für die Position des Kindes. Atme ein, komm mit runden Rücken wieder hochgerollt. Und atme aus. Heb den Blick nach vor und setz dich mit langem Rücken wieder zurück auf die Fersen. Atme ein, mit runden Rücken hoch. Atme aus, mit Länge wieder zurück in die Position des Kindes. Atme ein, mit runden Rücken hoch.
atme aus, bleib hier im Vierfüßerstand, lass den Rücken lang werden, zieh die Hände am Boden zusammen für Stabilität, zieh den Bauchnabel nach innen oben hoch und von hier atme ein, streck das rechte Bein nach hinten aus, bring den rechten Zehenballen zum Boden und von hier atme ein, heb den linken Arm hoch, ohne das rechte Knie zu beugen und atme aus, löse wieder. Noch einmal atme ein, dreh nach links auf und atme aus, löse wieder auch das Knie zum Boden. Atme ein, streck das linke Bein nach hinten aus. Atme aus, bring den Zehenballen zum Boden. Atme ein, heb den rechten Arm hoch und atme aus, löse wieder die Hand zum Boden. Und noch einmal atme ein, dreh nach rechts auf. Und atme aus, löse die Hand zum Boden. Beug das rechte Knie zum Boden. Und von hier noch einmal den Bauchnabel nach innen oben hoch. Schaff dir hier Stabilität. Und von hier heb langsam die Knie hoch und schieb dich zurück in den abschauenden Hund. Nimm dir einen Moment Zeit, hier anzukommen. Geh ein bisschen Gassi mit deinem Hund. Komm nach vorne in die Brettposition. Gern die Knie ablegen und dann den Rest des Körpers dazu. Streck die Füße nach hinten aus und mit der Einatmung komm hoch in eine kleine Kobra. Und nochmal ausatmen. Atme ein, hoch. Nimm die Hände mit und atme aus, löse. Und von hier schieb dich über die Knie wieder zurück in den abschauenden Hund. Heb dein rechtes Bein nach hinten oben hoch. Atme aus, steig rechts nach vor, zwischen die Hände hinein. Wenn der Fuß nicht ganz nach vorne geht, ruhig den Fuß schnappen und nach vorne hinstellen. Genau von hier, bring die linke Ferse zum Boden. Zieh die Füße am Boden zusammen. Und dann streck langsam das rechte Bein. Nicht ganz. Und beuge es wieder. Und noch einmal die Füße am Boden zusammenziehen und rechts langsam lang werden lassen und wieder beugen. Wenn die Hände nicht ganz am Boden kommen, kannst du dir auch einfach Blöcke unter die Hände legen. Nimm die rechte Hand nun an die Innenseite vom rechten Fuß und halte hier ein paar Atemzüge, lauf mit den Händen nach schräg links vor, hier in die Hüftöffnung hinein atmen. Lass den Atem tief fließen. Versuch den Rücken lang zu machen, nicht rund zu werden, sondern die Sitzbeine nach hinten zu weiten, Raum zu schaffen und hier die Hüfte ein bisschen zu öffnen fürs Sitzen. Komm mit den Händen wieder näher ran. Von hier komm hoch in den Krieger 2. Streck das rechte Bein, dreh den rechten Fuß ein, den linken Fuß aus. Beuge das linke Knie, bring beide Hände hier wieder zum Boden, komm einen Moment an, streck zuerst das linke Bein, nicht ganz, so weit wie es bequem möglich ist und dann beuge wieder und noch einmal strecken und beugen und von hier nun dein Herz tiefer sinken lassen mit langem Rücken. Ein paar Atemzüge hier in die Dehnung hineinatmen. Deine Sitzbeinhöcker nach hinten rausweiten, den Po ein bisschen höher heben, aber das Herz tiefer sinken lassen. Den Rücken hier lang, nicht rund werden lassen. Wandere wieder zurück zu deinem linken Fuß. Komm hoch in den Krieger 2. Streck das linke Bein, dreh den linken Fuß ein, den rechten Fuß wieder aus, beug das rechte Knie, bring beide Hände zum Boden und steig links nach vor in die Vorbeuge, die Füße circa hüftweit geöffnet oder sogar ein bisschen weiter. Die Hände, wenn es sich ausgeht, am Boden, sonst gerne an den Schienbeinen oder auf dem Block und dann beuge links, rechts, ein Bein nach dem anderen. Ruhig auf den Fingerspitzen bleiben,
damit der Rücken wirklich lang sein kann und du nicht hier rund hängen musst, sondern wir wollen hier die Beinrückseite lang werden lassen. Gern die Knie auch leicht beugen, aber das Becken so weit wie möglich kippen und den Bauch so nahe zu den Oberschenkeln bringen wie möglich, um hier die Beinrückseite aufzudehnen, damit es beim Sitzen leichter wird. Und von hier nun langsam beug die Knie und setz dich tief. Du kannst die Hände hier zum Bremsen am Boden nutzen. Bring die Füße hier zueinander. Die Füße circa so weit weg, dass in den Beinen ein rechter Winkel circa ist. Die kleinen Zehen, die großen Zehen bringen zueinander. Zieh das Becken nach vorne, indem du die Knie sanft Richtung Boden drückst, nicht mit den Händen, sondern mit der Kraft aus den Muskeln. Die großen Zehenballen drück hier zusammen und dann zieh dein Herz nach vor. Also nicht mit den Händen ziehen, damit du nach vor kommst, sondern hier aus der Mitte raus. Schieb dich nach vor für ein paar Atemzüge. Und von hier richte dich wieder ab, finde eine bequeme Sitzposition und dieses mini kurze Warm-up sollte dir jetzt geholfen haben, damit du ein kleines bisschen warm bist, aber vor allen Dingen den ganzen Körper einmal gut durchgedreht, gestreckt hast, damit du jetzt frei atmen kannst für deine Pranayama-Übungen.